Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder eine Mythic Plus Kiste aufmachen. Ich war wieder fleißig mit meinem Druid in der letzten Woche und zwar, was habe ich denn gemacht? Jetzt schauen wir mal nach. Ich bin eine Elfer Kiste gelaufen und ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich ein vernünftiges Item rausbekomme. Was wir noch brauchen könnten, wäre unter anderem Trinket. Beziehungsweise, ach ja, ich sag mal so, wenn die Waffe noch weiter hochrollen wird, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Trinket oder beziehungsweise einen Ring könnte ich vielleicht auch noch brauchen. Der Rest sieht schon soweit ganz gut aus. Jetzt gucken wir einfach mal rein, was wir drin haben. Wahrscheinlich krieg ich, also ich wette, dass ich was krieg, was kein Upgrade ist. Schauen wir mal. Es ist ein Trinket. Nein, es ist ein Trinket, ja. Aber das ist ein ziemlich gammeliges Trinket. Das habe ich nämlich schon auf einer niedrigeren Stufe. Aber das ist, naja, ziemlich kacke. Ja, sagen wir es mal so, um es nett auszudrücken. Moment, irgendwo habe ich es hier rumflacken. Genau, auf 400 habe ich schon. Jetzt habe ich es quasi auf, ja, 410. Macht das Ding nicht unbedingt besser. Aber es sieht vom Item-Level besser aus, weil jetzt habe ich quasi zwei Trinkets, die 410 sind. Kann man sich zwar nichts von kaufen, aber sieht vielleicht besser aus, wenn man dann 414 hat, anstatt 413. Ja, gut, jetzt komme ich langsam an meinen Horden-Main ran. Der ist, glaube ich, bei 417, 418 rum. Jetzt zieht langsam der Ali-Char nach, ohne dass er irgendeinen Raid gebastelt hat im Mythic-Modus, außer den ersten Boss in BOD, aber den darfst du eigentlich gar nicht dazu zählen. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ein bisschen Titan-Residium habe ich wieder. Ich denke mal, nächstes Mal müsste ich mir dann wieder ein Item kaufen können. Wie viel haben wir jetzt rausgekriegt? 667. Ja, wenn ich vielleicht nur eins pro Teile disse, dann müsste ich mir wieder so ein random 415 bzw. 420er Item kaufen können. Ja, dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal rauskriegen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Ob ihr hier noch sinnvolle Upgrades rauskriegt oder ob ihr jetzt schon gar keinen M-Plus mehr lauft mit eurem Main-Char, weil ihr eh keine Upgrades mehr kriegen könnt. So wie ich mit meinen Horden-Main-Char. Da bin ich ein bisschen am Pausieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.